Wenn man in der YouTube-Suchleiste Full-Stop Punctuation eingibt, landet man in einem ziemlich verstörenden Bereich von YouTube, in welchem einem echt seltsame Videos angezeigt werden. Aber ein ganz bestimmtes davon taucht vermehrt auf. Und zwar dieses hier. This is a warning. Please go check outside your home. Ein Video mit einem seltsamen Delfin-Mensch, wo man sich denkt, bitte erleide mich von meinen Qualen. This is not real. The following messages being transmitted at Dolphin Muzzle. Wie gesagt, in diesem Video sieht man einen irgendwie verstörenden Halbmensch, Halbdelfin. Unten wird auch ein Text eingeblendet, der wohl armenisch ist. Dazu kommt noch irgendein verstörender Ton. Bevor wir uns das Ganze genauer anschauen, man hat sogar herausgefunden, woher dieser seltsame Ton kommt. Und es ist Tarzan. Es ist einfach Tarzan, der Bruder. Es gibt verschiedene Versionen von diesem Delfin-Video. Das hier ist wohl der bekannteste. Das ist aber nur ein Re-Upload, denn der ursprüngliche hatte mehrere Millionen Aufrufe. In diesem Video hört man einen ekelhaften Warnton. Eine mechanische Stimme sagt, bitte kontrolliert draußen vor eurem Haus. Please go check outside your home. Please go check outside your home. Am Ende steht geschrieben, es ist keine Übung. Das ist so ein typisches Man-checkt-gar-nichts-Video. Am Ende des Videos kommt ein schriller Ton als Jumpscare. Und diesen Jumpscare-Ton kennen bestimmt auch ein paar von euch, denn er kommt aus Five Nights at Freddy's. Genauer gesagt aus den FNAF-VHS-Tapes. Eine von Fans erstellte Analog-Horror-Serie zu Five Nights at Freddy's. Diese Videos gibt es auch auf TikTok, auch Videos, die keinen Bezug zum Original haben, wie dieses hier zum Beispiel. In dem Clip wird eine Gruppe von Delfin-Men gejagt. Das ist aber eine Szene aus Life of Luxury. Auf jeden Fall steckt Life of Luxury nicht hinter diesem Delfin-Mythos. Aber woher kommt der? Was hat es damit auf sich? Was ist das Original? Das Originalvideo wurde auf dem YouTube-Kanal Northfur gepostet. Das Video trägt den Titel Dolphin Muzzle und wurde am 30. Dezember 2007 hochgeladen. Zumindest ist nun klar, was es mit dem Kostüm auf sich hat. Das Video ist 40 Sekunden lang und hat keinen Ton. Im Infotext steht, das ist unsere Delfin-Maulkorb-Prothese aus Lushcast-Latex. Das Originalvideo wurde also auf dem YouTube-Kanal Northrow gepostet. Aus irgendeinem Grund wurde es aber stumm geschalten. Denn der Typ im Originalvideo scheint auch in die Kamera zu sprechen. Und man würde schon gerne erfahren, was er sagt. Der Ton des Videos war bis zum 6. Dezember 2022 eine Lost Media. Aber ein YouTuber namens Andy Alex hat das Originalvideo mit Ton gefunden. Hello, this is the Dolphin Prof. Ted. Man wollte natürlich wissen, warum er sich als Delfin verkleidet hat. Aber ich meine, wie wir mittlerweile wissen, gibt es eine Menge Menschen, die sich als halb Mensch, halb Tier umoperieren lassen sogar. Auf jeden Fall steht in der Kanalbeschreibung, wir haben 150 Schaumlatex-Prothesen für Special-Effekte und Make-up. Unsere Tier- und Kreaturenteile könnt ihr für Film, Fernsehen und Medienproduktion, Theater, Cosplay, Halloween-Enthusiasten, Entertainer und jede Art von Anlass verwendet werden. Okay, zumindest wissen wir jetzt, dass das irgendwie ein Unternehmen zu sein scheint, das so Tierprothesen verkauft. Das allererste Video, das sie hochgeladen haben, heißt Kuh-Bullengesicht und ist von 2007. Jahrelang wurden keine Videos mehr gepostet, aber vor einem Jahr fingen sie wieder an, aktiv zu werden. Lasst uns was anderes probieren. Eins, zwei, drei. Das ist ein cooler Trick, oder? Sie posteten Tutorials darüber, wie man Prothesen mit Gesichtsbehaarung aufträgt. Und diesmal war sogar Ton dabei. Northrow spricht diesmal auch über die alten Videos, auf die die Zuschauer verstört reagiert haben. Viele Leute haben erwähnt, dass unsere älteren Videos gruselig sind. Und ihr habt vollkommen recht. Viele schrieben oft, wie gruselig die Videos sind. Und die Qualität der Kameras hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Videos so gruselig sind.
Diese creepy Art der Videos lag daran, dass sie mit alten Digitalkameras der ersten Generation aufgenommen wurden. Das war zwischen 2004 und 2006. Ihr kennt doch auch diese ganzen Backrooms-Spiele, die aus dieser Sicht gezeigt werden. So mit diesen alten Kameras und so, und das wird dann automatisch gruseliger. Je schlechter die Qualität, desto gruseliger. Und desto besser kann man faken. Natürlich wollen wir jetzt auch wissen, wer hinter den Masken sitzt. 2015 gab es eine Enthüllung. Der Typ heißt Jason. Das war auch das erste Video, das sie nach langer Zeit gepostet haben mit besserer Kameratechnik. Ich trage eine neue Tigermaskenprothese. Er stellte auch seine Website vor, auf der man diese Masken kaufen kann. Und auch diese Delfinmaske kann man dort finden. Es gibt sogar einen YouTube-Kanal, der diese Kostüme gekauft hat. Der Kanal heißt You Animals. Und das Video Mr. Ed. Ich finde das Video ein bisschen creepy, aber schaut mal selber. Hi, I'm Mr. Ed. Nein! Nein! Das Video wurde am 6. September 2009 hochgeladen. And how are you today? Hey, 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 hey! Na! Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Kanal von Northfur aktiv war. Wenn man sich die anderen Videos auf dem Kanal ansieht, findet man noch mehr solcher Kostüme mit Zebras, Hunden und vielen anderen Tiermenschen. Ab diesem Bereich finden wir uns wahrscheinlich in einer für uns unbekannten Szene wieder. Welche aber nicht viel mit der Furry-Community zu tun hat, falls ihr jetzt vielleicht an die dachtet und falls ihr die überhaupt kennt. Die Furry-Szene mag eher diese niedlichen Kostüme, die viel Pelz und Fell besitzen. Jetzt wissen wir zumindest, was es mit Dolphin Muzzle auf sich hat und auch, dass es Menschen gibt, die sich gern mit sowas verkleiden. Ist ja auch deren gutes Recht. Unter diesen Full-Stop-Punctuation-Videos gibt es auch das Video. Hier ist auch einer der bekanntesten, ein Video einer unheimlichen Ziege. Diese Ziegenskulptur wurde sehr berühmt, als sie als Meme auf Twitter gepostet wurde. Der Post ist mittlerweile gelöscht, aber ein User mit dem Namen Jabuki schrieb 2019 dazu: Ich versuche wach zu bleiben unter Benadryl. Benadryl ist ein Markenname für ein Medikament, das oft zur Behandlung von Allergien und Schlaflosigkeit dient. 2019 postete der YouTube-Kanal South Coast Ghost ein Video mit ihr. Im Hintergrund lief ein Lied mit dem Titel PC Pamper vom Playboy Cardi. Dadurch wurde der Name Playboy Cardi Goat berühmt. Das Meme hat sich immer weiter verbreitet und auch in den Full-Stop-Punctuation-Videos. Doch was hat es damit auf sich? Das Video zeigt eine echte, ausgestopfte Ziege, die von der Künstlerin Adele Mose erstellt wurde. Sie hatte es zuerst am 23. April 2018 auf ihrem Instagram gepostet. Erst durch Reddit und YouTube haben sich die Bilder weit verbreitet, um sie für creepy Dinge und Memes zu nutzen. Im Gegensatz zu Dolphin Muzzle, was ja so aus Tierprothesen besteht, präpariert sie echte, tote Tiere. Auf ihrer Website schreibt sie über sich: Meine Hauptleidenschaft war es schon immer das Erschaffen von Dingen und Tiere. Im Jahr 2005 begann ich mit der ethischen Taxidermie. Taxidermie ist die Kunst der Präparation und Konservierung von toten Tieren, um sie lebensecht aussehen zu lassen. Als Vegetarierin wollte ich mit Tieren arbeiten, die normalerweise weggeworfen würden. Und so wurde aus einer Leidenschaft ein gruseliges Internetphänomen. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht, den Like-Button eine zu slappen. Ansonsten, Freunde, dieses Video hier, da geht es um einen Hundemenschen. Sehr, sehr crazy. Toko, der menschliche Hund. Auch sehr, sehr spannendes Thema.